Hallo zusammen und willkommen zurück bei Car Mechanics Simulator 2018 und den Plymouth DLC. Und ich habe einen Wagen für die nächste Runde auf dem Speedtrack ausgewählt, die wir am Ende der Folge machen wollen. Das ist der Wagen vom guten PVB OK, dem ich an dieser Stelle eine gute Besserung wünsche. Er ist für eine Operation im Krankenhaus. Und ja, er ist auch YouTuber und ihr könntet ja mal nett sein und bei ihm vorbeischauen. Ist ein sympathischer älterer Herr, der War Thunder Videos zockt und ja, selber kommentiert. Andere Leute können ihm dazu auch Gameplays schicken. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Seinen Kanal verlinke ich mal am Ende dieses Videos. Okay, das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist ein Standardwagen halt, Shift 10 TBX. 291 PS, aber der sollte sich auf jeden Fall besser handeln lassen als der Supercharged R2 Reptilia, war das, glaube ich, von der letzten Folge. Okay, ich hatte ja einige Teile hier markiert. Da müssen wir mal eben in den Shop gehen und ein paar Teile kaufen. Die hat er nicht übernommen. Also merkt euch, Leute, es ist immer noch meine selbe Session von gestern. Er übernimmt die Teile nicht, wenn man die Werkstatt verlässt. Ja, gut. Ganz toll. Dann müssen wir neu markieren. So, wir brauchten Zündverteiler. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Motor. Die Zündspule, den Kraftstofffilter, eine Kurbelwelle und eine Nockenwelle. Echt nervig. So. Dann gucken wir mal. Zündverteiler. Fangen wir mit an. Und zwar die Standard-Tuning. Und da gehört, was ist das denn? Das ist, ach ne, eines R6, ich wollte gerade sagen, hä? Läufer. Zündspule. Und zwar die Zündspule Standard. Da ist sie. Oh, ist schön, nicht aufs Geld achten zu müssen. Hätten viel eher schon einen verkaufen sollen. Kraftstofffilter, Standard, Tuning. Und eine Pumpe brauchen wir natürlich auch. Obwohl, wir kriegen ja nur eine Nockenwelle. Nockenwelle V8, OHV. Ja, da geht das schon wieder los. Es gibt keine dafür. Leute, Leute, Leute. Warum vernachlässigt ihr die DLC-Wagen so? Ihr wollt doch was verkaufen, oder nicht? Die hier wird nicht passen. Ich könnte sie mal kaufen, aber das ist rausgeschmissenes Geld. Boah. Das kotzt mich an. So, Welle. Ja, die Antriebswelle wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte einmal die Kurbelwelle haben. V8 OHVC. Und die Nockenwelle. V8 OHVC. Sollten wir doch mal die andere kaufen? Ach komm. Die werden wir bestimmt in irgendeinem anderen Wagen notfalls verbraten kriegen. Aber die wird nicht passen. So, Nockenwelle. Na, sage ich ja. Da geht nur die Standard rein. Das ist echt übel. Ganz, ganz übel.
So, wir sollten auch gleich ein bisschen am Wagen arbeiten und nicht hier nur am Motor. Dachte, jetzt habe ich auch keine Klammern mehr. Schwungrad brauchen wir natürlich auch noch. Und was gehören hier für Kolben rein? Ja, auch OAVC, ist klar. Da sind die 8 Stück. Und die Ringe dürften wir noch haben. Dann nehmen wir hier natürlich noch das Schwungrad mit. Die Tuningscheibe und die Tuningdruckplatte. Na, ich drehe doch jetzt den Motor nicht, dann frickeln wir die hier rein. So. Geht sicher noch auf. Die Frage ist, warum habe ich hier so viele? Ich habe doch nur 8 gekauft, oder? Und ich wüsste nicht, dass wir noch welche auf Lager gehabt hätten. Bei Lagerdeckel, die könnte ich gebrauchen. Die haben wir wieder zu wenig. Gut, und dann hatten wir natürlich hier Nockenwellenrad. Das brauchen wir definitiv auch. Engine Head Arm. Ja, da warte ich noch auf den veränderten Mod, beziehungsweise die haben das wohl schon gemacht. Aber ich habe den noch nicht wieder aktualisiert, den Deutschmod. Den findet ihr unten übrigens in der Videobeschreibung im Steam-Forum. So. Dann bringen wir hier noch das Schwungrad an. Kupplungsscheibe. Wo ist sie? Da. Wir fändern jetzt hier so viel an dem Wagen rum, dass das Ding wahrscheinlich auch nachher nicht beherrschbar ist. So, hier irgendwo ist noch das Lager. Schön. Dann kann ich mir eigentlich den Weg hier in den Shop ersparen. Engine. Unter Engine findet er hier schon mal nichts. Sauber. Aber hier solltest du was finden, ne? Genau, da sind die beiden neuen Motorenteile. Die Köpfe. Und B. Die kosten schon mal richtig Asche. 1450. So, Pleuel-Lagerdeckel. Da kaufen wir erstmal 8 Stück von. Ach, das ist viel zu wenig. 16. Nockenwellenrad. Nockenwellenrad V8. OHV. So. Suppi. Muss näher ran scrollen, sonst zoomt der immer so weit raus.
So. Was uns dann wahrscheinlich noch fehlt, ist der das Aquarium hier drunter. Die Badewanne, wie ich sie gerne immer nenne. Die Ölwanne. Na, da haben wir davon noch eine. Nope. Setzen wir mal drauf hier. Aber erstmal bringen wir das Nockenwellenrad hier an. Und dann brauchen wir hier garantiert noch eine Steuerkette. Okay. Und den Engine Head. Sieht fast genauso aus wie die anderen, die wir schon mal hatten. Aber hier sind nur 4 Schrauben dran. Oh, und neue Ventilstößelstangen. Und hier haben wir noch ein Exhaust Manifold. Okay. Zündkerzen. Brauchen wir natürlich auch noch. Die Tuningkerzen. Und diese Ventilstößelstangen. Dann holen wir die mal eben. Die werden wir wahrscheinlich auch nicht im Tuning-Shop kriegen. Den Exhaust Manifold. Nein. Aber die Zündkerzen kriegen wir immerhin hier. So, Zündkerzen Standard Tuning. Dann kaufen wir gleich mal wieder 16 Stück ein. Frage ist, was für eine Zündkabel der hat, dieses V8. Oder wieder was Separates, was wir aber dann nicht kaufen können. Weil es das nicht gibt. Ganz toll. So, die Ölwanne V8 OHVC. Okay, die haben wir doch schon mal irgendwo verbaut an irgendeinem Motor. Ich glaube von dem Dodge, ne? Steuerkette V8 OHVF, die ist hier. Exhaust Manifold brauchen wir 2. Und die Ventilstößelstangen, die sind neu dazugekommen. 16 Stück. Warum man die unbedingt neu haben musste, verstehe ich jetzt nicht, weil die sehen genauso aus, glaube ich, wie die anderen. Wir könnten ein bisschen breiter sein hier oben. Ne? Kipphebel weiß ich jetzt nicht, aber wird er ja wahrscheinlich auch haben. Ne? Schmeißen wir erstmal den Auspuff hier dran. Dann drehen wir die Kerzen hier rein. Ich glaube, ich kaufe bald nur noch die. Auch für die Aufträge, die wir so machen. Dann braucht man wenigstens da nicht immer hin und her zappen. Dann bauen wir hier noch gleich einen Hut für. Oder hat der so eine Kipphebelbrücke? Rocker Arms heißen die. Okay. Rocker Arms. Die werden nordisch. Wir machen aber erstmal hier oben. Bevor wir an die Rocker Arms gehen. Das ist auf jeden Fall der Plymouth Motor. Gleich die Rocker Arms.
Okay. Ich muss noch mal was gucken. Habe ich hier die richtige Kerze eingebaut? Weil die werden ja sowieso... Aha. Leute, es hätte doch wieder einen Aufschrei unter euch gegeben. Hätte ich da die... Du hast die falsche Zündkerze eingebaut. Ja, ja. Es sind trotzdem nur drei hier. Habe ich noch irgendwo eine falsche eingebaut? Oh nein. Nee, da zeigt er die auch so an. Warum zeigt er die da so an? Ernsthaft? Ich habe da doch die richtige jetzt eingebaut. Mein Gott. Oder er packt die dann nach hinten. Ach, er packt die nach hinten. Alles klar. Puh, alles gut. So. Dann holen wir die Rocker Arms. Was ein Name. Werden die nicht so beschrieben? Ach, auseinander. Okay. Okay. Die sind ja recht günstig sogar. Ah, oh, da ist das Head. Alles klar, das ist der Kopf. Das andere war gar nicht der Kopf. Okay, so was sagt meine Uhr. 17 Minuten. Es ist Zeit, den Wagen vom PVB okay auf den Speedtrack zu jagen. Und ich hoffe wirklich, dass der sich jetzt besser steuern lässt. Ich habe hier jetzt auch schon mal einen Xbox-Controller hingelegt. Und dann hoffen wir das Beste. Okay, der wird natürlich keine 300 km/h fahren. Das ist mir auch klar, aber wir wollen wenigstens den Track sehen. Ich konnte ihn auf jeden Fall gerade lenken. Okay, die Geschwindigkeit ist im Vergleich zu dem Reptilia natürlich lächerlich, ne? Der wird richtig breit hier. Okay, Leute. Ich wollte schon sagen, endet die nirgendwo. Aber nett gemacht. 262. Gut. Das ging ja jetzt schneller als erwartet, Mensch. Dann können wir natürlich noch den Zylinderkopf auf unseren Mötörchen setzen. Na. Komm du. So. Vielen Dank an PVB OK für seinen Autowagen. Und dann gehst du ins Parkhaus zurück. Und wir installieren die Köpfe. Und hier Intake Manifold. Okay. Achso, hier müssen wir ja nochmal dran, ne? Hat er ja wieder runtergeschmissen, wissen wir ja. Haben wir jetzt auch gelernt in der Folge. Und die Ölwanne. So, keine Powerboost-Teile. Das, was wir gleich mal machen könnten, ist im Bodyshop nochmal gucken. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ob es da andere Teile gibt. Andere Karosserieteile. Aber ich könnte schwören, die gibt es auch nicht. Dann war das Ganze ein riesig großes Windei vom Playway, was ich ehrlich gesagt echt scheiße finde. Äh,
Ölwanne V8 OHVC. Da. Hatte ich die nicht gekauft. Ich glaube, die haben wir jetzt zweimal. Ja, yep, weil ich ein Held bin, haben wir die jetzt zweimal. Die Kette hatten wir ja auch gekauft. So, aber das setzen wir jetzt nicht drauf. Das haben wir eh nicht. Wir setzen jetzt hier nur noch die Köpfe drauf. Und natürlich das Teil für die Luftfilter. Carburetor. Boah, Alter. Ich versuche für die nächste Folge die deutsche Übersetzung an Start zu kriegen, neu runterzuladen. Und hier haben wir neue Ignition Wires. Im herkömmlichen Sprachgebrauch auch Zündkabel genannt. So. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Wir wollen ja noch kurz in den Body Shop. Ach, ich brauche ja nur Plymouth eingeben, ne? So, Plymouth. Plym, reicht schon. Alles klar, danke. Danke für nichts. Ah, das ist neu, oder? Community Cars Body Shop. Für unsere ganzen Wagen, die wir runtergeladen haben. Das finde ich cool. Das finde ich gut. Okay. Das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe, in der nächsten Folge kriegen wir den Motor an Start. Und dass wir dann loslegen können mit den Karosserieteilen. Und dass der eventuell schon in der nächsten Folge laufen sollte. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Wir gucken jetzt mal eben noch, ob wir hier einen Auftrag haben. Nein, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut. Tschüss und ciao, ciao.